Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Leute, wir stehen jetzt hier inmitten vom nächsten Dungeon, nachdem wir im letzten Part dem Wasserdrachen geholfen haben, hat er uns jetzt hier den Weg freigemacht und jetzt schauen wir es uns an. Tolles Intro. Höhlen, Heiligtum. So Leute, herzlich willkommen im Wasser-Dungeon von Skyward Sword. Wasser-Dungeons sind ja in der Zelda-Reihe immer ein bisschen verrufen, aber... Von mir persönlich ist dieser Dungeon hier, das Höhlenheiligtum, tatsächlich ein Lieblingsdungeon der ganzen Reihe. Dieses ganze indische Flair und alles, was dazugehört. So. Wir können gespannt sein, was wir hier alles für neue Fähigkeiten erlernen werden. Da können wir wohl noch nicht weiter. Tauchen können wir ja jetzt, sehr wohl. Jetzt müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Leute, schön, dass ihr heute mit dabei seid übrigens. Toll, toll. Oh, die Fischfresse, da können wir doch rein, oder? Oder die Strömung zu stark. Ja, die ist zu stark. So, oh. Brauchst du da Münz? Oh. Leutfarscherei ist das. So, da ganz schnell. Okay, da musst du dich anscheinend vorbeisneaken. Oh, das muss man sogar tun. Geil, Mann. Beim silberner Rubin und die andere Hand. Da ist auch noch sowas, oder? Einfach eine Falle, Mann. Sind da noch mehr Hände oder was? Ist da eine dritte Hand auch noch? Na gut. Not bad. Oh, da vorne sehe ich einen Schalter in der Ferne. Vielleicht können wir den ja betätigen. Wieder hin. Na gut, diese Seerose, die ist aber jetzt hier verkehrt rum, gell? Können wir erstmal gar nichts. Aha. Mhm, okay, so, so. Und hier sind wir kommen. Na gut, jetzt haben wir mal einen kleinen Überblick über diesen Raum hier. Das ist toll, das ist schön. Und hier bräuchte man das Schlüssel. Ganz eindeutig. Da wird hier auch irgendwo sein. Die Symbole auf der großen Steinstation lehren dich die Sitten dieses Landes. Großen Stein. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken. Dann den rechten Handrücken, dann den linken Handrücken. Was? Nacken, Rücken, rechts, links. Geh mal schauen. Kannst du hier sogar rein? Ne, das ist eine Tür. Wie, schon fertig. Bist ja wohl hier noch ein bisschen... umschauen können, oder? So, hier auch wieder so ein Schalter. Es
So, es gibt hier auf jeden Fall viel zu tun. Die Frage ist, wo fangen wir an? Ja, gut, müssen wir wieder hier schauen gehen. Springen, das ist auch nicht erwünscht. Auch die ganzen Symbole hier, das ist echt ganz geil. Oh, guck mal, da vorne komme ich aber hoch. So, ist auch ein Schalter. Na gut, dann gehen wir einfach mal da lang. Das wird schon der richtige Weg sein. So. Ups. So, Schalter ist ja eher ein Hebel, aber ihr wisst, was ich meine. So, nächster Raum. Das ist schon mal gut. Auch wieder Seerosenblätter. Aha, so kannst du also umdrehen, ja? Geil, geil. So, das erinnert mich ein bisschen an den Majora's Mask Tempel. Wasser-Dungeon. So cool gewesen. Dann gibt es natürlich noch den aus Ocarina of Time. Wasser-Dungeon, den jeder hasst. Den haben wir ja auch schon auf unserem Kanal hier gespielt, in unserem Ocarina of Time Planet. Planet. Projekt! Aber wir hatten ja eigentlich gar keine Probleme damit. Könnt ihr euch erinnern? Nein. Kein Schwein hat das gesehen, oder? Ist auch schon ein paar Jahre her, ich weiß. Ja. Wie die Zeit vergeht. Wobei, wenn ich mich jetzt. Wenn ich gerade dran denke, dieses Projekt hier, das wir gerade spielen, trifft die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Aha. Zuerst der Kopf, also Nacken, dann der Rücken, dann rechts, dann links. Wie? Nur ein bisschen rausforschen. Da muss man sich ja Sachen merken. So. Das ist eigentlich ziemlich gefährlich für die Spinnen, oder? Ich glaube nicht, dass die schwimmen können. Leck mich doch am Arsch. Noch so ein Vieh da oben. Oder kannst du es nicht abklipsen? Käfer kann, oder? Oh, natürlich kann er nicht steil bergauf fliegen. Natürlich, ich hasse sowas. Ja gut, dann lass man leben. Dann geht's jetzt erstmal hier hoch. Nirgends. So, jetzt ist der dran. Komm. Ich habe meine Meinung geändert, der muss doch sterben. Siehste! Weg mit dir. Aha. Ah. Ah. Na gut, ich könnte jetzt diese Rosenblätter umdrehen. Dann könnte ich hier lang. Ja, geh doch hoch, du Trampel. Wupp. Zack.
Ja, wie lang will er mir das noch zeigen? Ich hab's schon kapiert. Oh, danke. Oh. Ja. Kannst du es kaputt machen? Danke. Meine Herren. So. So, bevor ich jetzt da lang gehe, gehe ich noch mal kurz zurück. Leute, das muss kurz sein. Weil hier könnte ja auch ein Secret sein. Hier ist genau das gleiche zu tun mit dem Seerosenblatt hier. So, vielleicht ist ja hier irgendwas. Ja, passt schon. Du sollst doch nicht. Vielleicht langt es schon immer hier. So. Wo ist da nur der Zwanni drin? Na gut. Okay. Ich meine, wir wollen ja alles ein bisschen erforschen, wenn es möglich ist. Hätte ich eigentlich gleich machen können, bevor ich da lang gehe, aber ja. Wisst ihr, wie es ist, wie es ist. Da kommt doch kein Mensch hin, um die anzuzünden, oder? Da. Ein Schlüssel! Nicht nur ein Schlüssel, sondern ein kleiner Schlüssel! Perfekt. Ja. So. Ja gut, Leute, dann gehen wir jetzt mal zurück in den Hauptraum, würde ich sagen. Achso, das ist gar nicht. Muss ich da ein bisschen Klettereinlage machen, damit ich da wieder zurückkomme. Weil da der mittlere Raum, oder halt der, ja, was auch immer das sein soll, ihr erinnert euch, da, der war ja versperrt. Heißt, so falsch werden wir hier gar nicht mal sein. Zack, zack. Alles klar, alles gut. Die Tür geht auf. Und da ist. Was ist das? What's that? Oh. Ja, die ganze Statue scheint hohl zu sein. Ist das der Bossraum? Das wollte Abi, oder? Und schon wieder so ein. Wie im letzten Paar. Oh, diesmal hat er mehrere. Hände. Fuck! Habidere. Okay, immer abwarten, wo gerade eine Öffnung ist. Weißt du, er hätte eh vier Arme, ein Arm für jede Seite. Aber so klug ist er wohl. Also, wie hat denn der als Mensch ausgesehen? Oh, jetzt ist sein Kopf auf. Jawohl! Auch der war überhaupt gar kein Problem. Ja, nein, doch. So, was ist das eigentlich? Ups. Hm.
Gernöd. Na gut, dann gehen wir halt einfach da lang. Wird schon richtig sein. Oh. Ein Schatz, ein Schatz. Was wird da wohl drin sein? Du hast die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel. Das Dungeon-Item, Leute, ist eine Peitsche. So, damit können wir natürlich einige Sachen anstellen. Zum Beispiel peitschen. Und werfen. Ja gut. So. Dieser Mechanismus hier kann mit der Peitsche eingeschalten werden. Super. Tatsächlich eine Peitsche, liebe Freunde. So, und da? Ich muss das auch einschalten, hä? So, hier ist aber sogar eine Tür. So, und da können wir immer weiter hoch. Ganz unkompliziert. Und hier... Ja, geht's dann offenbar zum Boss. Aber der ist noch entfernt, Leute. Jetzt haben wir hier noch... Bitte. Jetzt haben wir hier noch einen ganzen Dungeon vor uns, Mann. Jetzt haben wir erst gerade das Dungeon-Item erhalten. Jetzt geht's erst so richtig rund hier. So. Noch eins auffischen. Schauen wir mal, was in der Tür da oben ist. Ja, sorry, ab und zu komme ich nicht mit der Steuerung klar, einfach weil ich ganz parallel Tears of the Kingdom spiele. Da ist zum Beispiel der Sprungknopf ein anderer, deswegen zücke ich manchmal auch die Harfe. So. In den falschesten Situationen, sage ich mal. So. Jetzt, liebe Freunde, jetzt mit unserer Peitsche können wir hier auch einiges anstellen. Und ihr ahnt es schon, liebe Freunde. So, wir können da aufklettern. Zack. Dann die Peitsche schnappen. Und dann die Seerosenblätter umdrehen. Somit können wir jetzt hier an den Schalter rankommen. Also an den Hebel. Schleuse wird geschlossen, wir können da durch. Und alles ist wunderbar. So können wir auch in das Fischmaul rein. Offenbar schon. So, hier ist aber noch Zugpferd. Oh, das sieht auch geil aus hier. Sieht ähnlich aus wie Lord Yabu Yabu. Oder soll er das sogar sein als Easter Egg? Vielleicht. So, komme ich da. Wäre auch zu schön gewesen. Ich sag gar nichts mehr. Geil. Ja. Die Peitsche gibt uns halt ganz andere Möglichkeiten in Sachen... Peitsch dich aus, Mann. In Sachen Reichweite. So. Verloren. So, hier können wir ja wieder spielen, aber das bringt ja eigentlich gar nichts. Da kannst du dir halt ein paar Herzen holen, oder? Ich meine, ich kann es hier aktivieren, wenn er wollt. So, hier. Ja. Können wir wieder wie im letzten Part da was ankritzeln und dann, ja. Oh! So, guckt mal. Wind Waker-Feeling, liebe Freunde. Ja! So, das ist jetzt auch geil hier. So eine Art Aufzug oder nee, wie nennt man das? What the fuck, du Dodel? Ich wurde gerade da reingeglitscht, aber alles gut.
Du willst mir abschießen, Kind. Was Moxel? Du Moxel. So. So, die Spinne da macht mir ein bisschen Angst. Ja. So, muss ich mich jetzt da tatsächlich so hinschwingen, dass ich genau auf dem Hebel lande oder was? So, ist ein bisschen hier. Genau richtig landen. Ja, jetzt hätte ich loslassen können. Du Trottel, du Dummer! Hier, achso, okay. Ich dachte, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder hochrennen, aber gut. Ach komm schon! Heilige Maria! Mutter Gottes! So, ja. Das sind wir halt sehr genaue Hälfte. Heb dich doch! Heb dich doch, Bro! Meine Herren! Der hebt sich nicht, der hat ein paar zu viele Leberkäse gefressen, glaube ich. Tut mir leid, Leute. Ja, also! Heiliger Jesus im Himmel, das ist ja ein Wahnsinn. So, jetzt müssen wir da noch einmal rauf, damit er dann da auf die sich an den Ranken festhalten kann. So. Heb dich doch, Link! Der hat keine Automatik mehr. Der hat kein Gefühl. Der hat Gefühl wie eine tote Katze. Also ohne Witz. Ja, wo? Also, geht doch. Und das löst was aus? Aha, eine Schleuse. Ein Strudel. Strudel sind immer gut. Perfekt. So, jetzt können wir hier reinspringen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht, wo wir hingezogen werden. Einfach die Toilette runtergespült. Du Scheiße. Jetzt ist hier alles so finster. Spinnen lauern schon da oben. Müssen wir alle ein bisschen abklipsen hier. Zack. Zack. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber das war anscheinend die Lösung. Ja gut, okay. Ich sage ja gar nichts dagegen. Ich wollte einfach nur die Spinnen loswerden. Aber gut. Schlüssel. Das ist der Schlüsselwärter oder was? Können wir... Ja, natürlich können wir, oder? Geil. Ja, die Peitsche wird kreativ eingesetzt. So, den Typen geht es jetzt gleich an den Kragen, Leute. Das, vor allem hat er das von da draußen abgesperrt, aber ist da drinnen. Wie geht denn das? Ja, komm. Da hinten ist ein Feind, aber... Ist egal, schau dir zuerst das an. Boah, da ist eh schon der Master Schlüssel. Als ob wir den Dungeon schon gleich geschafft haben. Nee, oder? Ja gut, Leute, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Punkt, um hier einen Schlussstrich zu setzen. Für diesen Part zumindest.
Wir sind schon sehr gut vorangekommen im Höhlenheiligtum, dem Wasserdungeon. Und im nächsten Part geht's munter fröhlich weiter. Da werden wir ihn hoffentlich abschließen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.